Wer kennt das nicht? Ein schöner Abend zu zweit, ein Glas Rotwein, romantische Stimmung. Doch eine falsche Bewegung und die weiße Tischdecke würde perfekt in jeden Horrorfilm passen. Was tun? Nicht verzagen! Kieler Leben-Redakteurin Kerstin Kristall weiß Rat und testet die absoluten Geheimtipps gegen Rotweinflecken. Zu Beginn Rasierschaum. Den Rasierschaum gleichmäßig auf den Fleck verteilen und kräftig einreiben. Doch auch nach langem Schrubben, der Fleck ist immer noch da. Doch Redakteurin Kerstin Kristall gibt nicht auf. Sie versucht es mit Mineralwasser, Essig, Weißwein, Babytüchern und mit dem Klassiker Salz. Doch nichts hat geholfen. Das Fazit der Fachfrau? Wir haben vieles probiert, nichts hat geholfen. Zum Schluss ist es doch weiß geworden, aber nur mit Dr. Beckmann.